Sie den Beruf der Gebäudereinigerin oder des Gebäudereinigers? Den Beruf kennen wir, ja. Und was denken Sie, macht man da? Ja, man reinigt das Gebäude und wie der Name ja schon sagt, also ich halte diese Leute für sehr wichtig und sehr gut. Und ich finde es toll, dass es solche gibt, die das machen. Na, erstmal Gebäude reinigen, also Fenster reinigen, Fassaden, Türen, ja. Nein, kenne ich nicht. Was denken Sie, macht man da? Also schätzen. Dass man das Gebäude irgendwie reinigt, also ja, wie der Name halt sagt. Gebäude reinigen. Auch Fenster viel putzen. Was glauben Sie, ist beim Beruf wichtig? Dass er mit Flüssigkeiten umgehen kann, klettern kann vielleicht oder irgendwie mit Höhen umgehen kann. Dass man auf jeden Fall weiß, wie man Sachen reinigt. Ja, dass sie ordentlich arbeiten, also sauber arbeiten, auch wirklich ihren Beruf, sagen wir, alle Ehre machen und den Namen, ja, auch so. Weil ich habe schon Leute gesehen, die also sauber machen und die brauchen für einen Feudel ein ganzes Krankenhaus. Und das ist natürlich für mich kein sauber machen. Vielleicht gut putzen können. Was denken Sie, wie viel verdient man da? Ich schätze mal nicht so viel. Viel zu wenig. Und das ist schwierig. 2000 brutto im Monat? Würde ich sagen. Nicht viel, so. So 1200 bis 1900. Denken Sie, dass es ein Männer- oder ein Frauenberuf ist? Also ich denke mir, das können beide machen. Ich putze zum Beispiel auch sehr gerne, also denke ich mir, können auch Männer machen wie Frauen. Ich glaube, das ist heute egal. Egal, ob Mann oder Frau, das ist, glaube ich, unwichtig. Ich glaube, das kann jeder machen. Also ich habe jetzt auch an Hausmeister oder sowas gedacht, was wahrscheinlich auch irgendwo in die Richtung geht, was halt noch ein bisschen technischer ist, aber ich glaube, das kann jeder machen. Ich glaube, es ist für beide geeignet, der Beruf. Also ich finde, beide können das sehr gut machen, aber wenn ich jetzt daran denke, denke ich eher an Männerberufe. Okay, vielen Dank.